Das Besondere an der UHealth-Methode ist, dass sie nicht so stark expertenbasiert ist, sondern dass wir als Experte und Experten zwar das Ganze hosten, also dass wir quasi einen Raum dafür herstellen, dass wir natürlich auch aufpassen am Rande, aber dass wir einen maximalen Wert darauf legen, dass der Prozess selber durchgangen wird. Dass wir Menschen dabei unterstützen, also quasi Hilfe zur Selbsthilfe leisten, aber dass hier nicht etwas sozusagen geboten wird von außen, was einen dann mal eben stabilisiert, sondern das Wichtige ist, dass die Stabilisierung aus sich selbst heraus erfolgt. Und das Interessante ist, dass das auch möglich ist und dass es dann auch nachhaltiger ist, wenn jemand etwas auch für sich selber sagen kann, ich habe das aus eigener Kraft tatsächlich hinbekommen. Ich denke, das Besondere ist, dass es darum geht, auch sich mit der eigenen Biografie auseinanderzusetzen. Also mit der Frage, wie bin ich zu dem, zu der geworden, die oder der ich jetzt im Moment gerade bin. Das haben, glaube ich, ziemlich wenig Programme, dass sie sich wirklich mit dieser Frage beschäftigen. Und gleichzeitig diese Öffnung hin zur Zukunft wagen. Also zu fragen, okay, was ist da in der Zukunft, was irgendwie auf mich wartet? Und das ist vielleicht etwas, was ich selber noch gar nicht kenne oder weiß. Also es geht ja nicht bei uns darum, dass wir uns etwas überlegen, wo wir gerne hinarbeiten möchten und dann müssen wir nur hart genug arbeiten, dann kommen wir da an, sondern es geht darum, auch ein Stück weit loszulassen und uns zu öffnen für das, was da kommt, was auch immer das sein mag. Also ein bisschen so Offenheit, sich selbst auch wieder überraschen zu lassen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr besonders ist. Was bei uns im Mittelpunkt steht, ist eigentlich die Gesundheit. Und egal, welche Erkrankung ein Mensch hat, es gibt immer auch gesunde Anteile, Ressourcen, Potenziale, die in jedem Menschen stecken. Das ist das eine. Dann geht es auch nicht um das Behandeln einer Krankheit, sondern es geht eigentlich darum, dass Menschen selbst ins Handeln kommen.